Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe meiner Top 20 Hits der Woche. Und das ist die Ausgabe vom 25. Juli. Und jetzt haben wir mittlerweile tatsächlich schon Ende August. Also wir sind jetzt knapp 4 Wochen tatsächlich hinten dran. Aber dafür gibt es natürlich wieder neue Musik für euch. Insgesamt 10 Neuzugänge in den Top 40, 5 davon in den Top 20 und 5 außerhalb der Top 20. Genau, und ich würde sagen, wir reden heute gar nicht so viel, sondern fangen gleich an mit den Neuvorstellungen. Und da beginnen wir mit Nora und Chris Summerwine. Auch von den zwei habe ich davor noch keinen Song tatsächlich gehört. Aber wie gesagt, die Künstler müssen nicht bekannt sein, die Songs müssen mir einfach nur gefallen. Und diese sind eh noch außerhalb, ja, der Wertung. Die zweite Neuvorstellung, da haben wir dann American Thief mit Fix You. Auch ein interessanter Song. Weiter machen wir dann mit Bill & Ted zusammen mit Matt Müller, When You're Out. Das ist die dritte Neuvorstellung für heute. Dann kommen wir auch schon zur vierten. Da haben wir Conor Bryant mit Growing Pains. Auch ein guter Song. Und dann Neuvorstellung Nummer 5, da haben wir Dixie zusammen mit Ruby Rose und Psycho. Das ist jetzt erstmal die Neuvorstellung, neue Musik auf jeden Fall, gibt's jede Woche. Jetzt haben wir aber erstmal die ganzen Neuzugänge. Da haben wir auf Platz 36 DJ Tim Bayer zusammen mit Scarlett und Crawford, Sayonara. Den habe ich euch tatsächlich beim letzten Mal schon neu vorgestellt und jetzt ist er auch in den Top 40 drinnen. Dann geht es weiter mit Svea und Too Much auf Platz 33 neu eingestiegen. Weiter machen wir dann mit Musik aus Südkorea, nämlich Monster X mit Gambler, Platz 28 neu dabei. Dann hat auch mal wieder Mark Forster was Neues, der bringt ja auch so viele neue Songs tatsächlich raus. Auf Platz 25 neu eingestiegen, Mark Forster mit Musketiere. Der neueste Song von ihm. Und dann haben wir noch auf Platz 24 einen Neuzugang. Da haben wir Jay Hardway zusammen mit Lasso the Sun und Jamie's Like No Other. Das ist der 5. Neuzugang in den Top 40. Es fehlen also noch 5 Neuzugänge und die kommen jetzt in den Top 20. Und da haben wir jetzt auf Platz 20 die Imagine Dragons mit Wrecked. Von der 10 ging es 10 runter auf die 20. Genau, dann machen wir weiter mit Platz 19. Da haben wir Camilo zusammen mit Shawn Mendes und Cassie. Beim letzten Mal ja neu eingestiegen auf Platz 22. Dieses Mal geht's rein in die Top 20 auf Platz 19. Dann auf Platz 18 haben wir Glasperlenspiel zusammen mit Gestört, aber geil und Lego Schloss. Vor 2 Wochen habe ich den euch vorgestellt. Jetzt ist er auch dabei auf Platz 18. Platz 17 geht in dieser Woche an Walk the Moon mit Can You Handle My Love. Von Platz 9 ging es 8 Plätze runter auf die 17. Auf Platz 16 haben wir dann den neuen Song von Camila Cabello, Don't Go Yet, auf der 16, wie gesagt, neu eingestiegen. Somit fehlen uns also noch 3 Neuzugänge, 2 davon sind in den Top 10. Also einer kommt noch, bis wir zu Platz 11 gehen. Apropos Platz 11, der 11. Platz in der letzten Woche ging an Macy Peters mit Psycho. Und jetzt ging es für sie 4 Plätze runter auf die 15. Auf Platz 14 haben wir dann Masked Wolf mit Say So. Von Platz 7 ging es 7 Plätze runter auf die 14. Dann kommen wir zum Absteiger der Ausgabe. Und da haben wir BTS mit Permission to Dance. 11 Plätze ging es runter von Platz 2 in der letzten Woche auf Platz 13 in dieser Ausgabe. Und somit immerhin innerhalb der Top 20 ist das der Absteiger. Es gibt natürlich auch Songs, die noch weiter runtergefallen sind. Dann haben wir jetzt auf Platz 12 den nächsten Neuzugang, nämlich von Pixay, Sunshine State. Auch von ihr bisher noch nie was gehört. Hier habe ich nicht mal den Song gefunden. Musste ich natürlich dann wieder ein bisschen anders machen, dass die ja ganz normal dabei sind in der Ausgabe. Dann haben wir auf jeden Fall Platz 11, da haben wir Bastille mit Distort, Lightbeam. Von Platz 5 ging es 6 Plätze runter auf die 11 und somit sind wir jetzt angekommen in den Top 10. Da gibt es Veränderungen, aber nicht so krass wie beim letzten Mal. Also da gab es wirklich total viel neue Songs, die dabei sind. Auch dieser hier ist damals noch eingestiegen beim letzten Mal.
nämlich Enrique Iglesias zusammen mit Farruko und Mi Passé. Das ist definitiv auch ein Sommersong. Von der 19 ging es 9 Plätze hoch auf die 10. Auf Platz 9 haben wir dann die Nummer 1 der Vorwoche. Da haben wir Bülow mit Revolver. Von der 1 ging es, wie gesagt, 8 Plätze runter auf die 9. Dann auf Platz 8 haben wir den nächsten Neuzugang, nämlich von 10 Tones, Everything You Got, neu dabei auf dem 8. Platz. Und ihr seht schon von der Zeit her, wir sind jetzt bei ja, 5,5 Minuten ungefähr. Und wir sind schon ja, fast fertig wieder heute. Also heute gehen wir wirklich sehr schnell durch die Charts. Aber besser eine kurze, knackige Ausgabe als eine 15-Minuten-Ausgabe, wo ich über alles Mögliche dann rede. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf Platz 7 Big Red Machine zusammen mit Taylor Swift und Renegade. Von der 14 ging es 7 hoch auf die 7. Also der Song hat einfach nur ja, mit dem anderen Song von Masked Wolf getauscht, sozusagen. Dann haben wir auf dem 6. Platz The Kid LAROI zusammen mit Justin Bieber und Stay. Auch der Song ist jetzt angekommen in den Top 10. Von der 13 ging es 7 Plätze hoch auf den 6. Platz. Und somit haben wir noch die Top 5 mit einem Neuzugang. Und der ist auch auf Platz 5 eingestiegen. Die neue Single von Lauel, Get Loud heißt die, und ja, der Song ist gleich mal auf Platz 5 neu eingestiegen. Das heißt auch schon was. Dann kommen wir jetzt zum Aufsteiger innerhalb der Top 20 im Vergleich zur letzten Ausgabe. Da haben wir Alvaro de Luna mit Morena, auch das ein guter Sommersong, der vom Platz 18 14 Plätze aufgeht auf Platz 4. Und somit haben wir noch die Top 3 am Start. Und auch da ist ein Sommersong natürlich am Start. Nämlich Foo Fighters zusammen mit Inna und Timmy Tumpe. Summer's Not Ready. Von der 12 ging es 9 Plätze hoch auf die 3. Dann auf Platz 2 haben wir in dieser Woche Zahner mit Better One. Von der 8 ging 6 Plätze hoch auf die 2. Und somit bleibt nur noch die 1. Und da haben wir Fly By Midnight mit No Choice. Vom 6. Platz ging es 5 hoch auf die Nummer 1. Und das war es auch schon mit der etwas kürzeren Ausgabe heute. Meine Top 20 Hits der Woche vom 25. Juli. Also wir sind wirklich im Verzug. Fast 4 Wochen jetzt schon. Aber wie gesagt, ich versuche auf jeden Fall aufzuholen, wo es geht, ist allerdings wirklich schwierig wegen Zeitgründen. Aber das war es jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.